Ganz herzlich, dass, ganz besonders, dass ihr alle gekommen seid, so zahlreich. Wir haben ein kleines Programm, also zum 5-jährigen Jubiläum von Inklusion, wir haben ein kleines Programm vorbereitet. Wir wollten gerne dieses tolle Jubiläum mit euch feiern. Ich freue mich auch, dass ihr alle hier seid und dass auch so viele oder ein paar Ehemalige dabei sind. Es gab einen Moment lang, wo wir mit 5 Studenten, Felix, du warst dabei, an einem Tisch in der Mensa saßen und gesagt haben, ab jetzt gibt es ein Hochschulfernsehen. Wir machen eine Sendung über die Wahl, die Hochschulwahl, glaube ich, war es. Und sind damit gleich bis zum Justiziar vorgekommen, weil das mit der Drehgenehmigung, das hatten wir zwar, aber nicht für den Raum, wo wir dann gedreht haben. Für uns ist es toll, dass es euch gibt, weil Univision einfach etwas ist, womit wir nach außen treten, worauf wir stolz sind, was wir gerne auch weiterbringen und wovon nicht nur ich mir wünsche, dass wir noch viel enger zusammenarbeiten und vielleicht auch viel mehr von euch und euren Beiträgen streuen können und das noch bekannter auch innerhalb und außerhalb der Uni machen können. Ja, ich kann mich erstmal vorstellen. Ich war einer der Gründer hier von Univision. Ich war auch schon beim alten Campusfernsehen der Kategorie mit dabei. Haben erstmal ohne Namen und ohne Logo losgelegt. Das war Ende Oktober 2010 war das bereits. Also insofern sind es schon ein bisschen länger als 5 Jahre. Dann haben wir eben diese Uniwahl-Videos gemacht. Eigentlich wollten wir ein Video machen, aber haben wir halt 3 rausgemacht, weil es ein großes Projekt war. Und ja, das haben wir dann erstmal ohne Namen veröffentlicht, wie ihr es hier auch gesehen habt, unabhängige studentische Produktionen. Ne? Im Februar 2011, und zwar am 21.02.2011, haben wir über den Namen abgestimmt. Das war also vorgestern, vor genau 5 Jahren. Insofern haben wir noch ein bisschen Glück gehabt, wie wir das Jubiläum oder die Feier jetzt gelegt haben. Da haben wir quasi uns für Univision entschieden, auf Platz 1, dicht gefolgt von Campus TV auf Platz 2. Damals wussten wir noch nicht, dass Univision auch ein großer spanischsprachiger Sender ist. Aber gut, wir sind jetzt erstmal dabei geblieben. Das Video, was wir gesehen haben von dem Wushu, von dieser chinesischen Kampfsportart, ist unser erfolgreichstes Video. Ich habe es extra nochmal nachgeschaut. Das hat irgendwie aber auch nur 5.700 Klicks oder so. Aber man muss auch immer sehen, was wir halt, wie viele Leute wir überhaupt ansprechen. Ich meine, die Campus hier in Göttingen, also es gibt irgendwie knapp 30.000 Studierende. Also das ist so den Kreis, den wir ansprechen. Das heißt, wenn ein Video wirklich mal 1.500 Klicks hat, ja, wie das jetzt zum Beispiel bei der politischen Berichterstattung zum Hochschulwahlen war, dann ist das schon recht viel für unsere Verhältnisse. Und das Wushu war im Prinzip vom Thema her was nicht unispezifisches, was entsprechend auch einen weiteren Personenkreis vielleicht anspricht. Würde ich sagen, Leute, auch die nächsten 100 Jahre Univision. Ne? Cheers. 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 Schön, dass ihr da seid. Oh nein. Wir stehen jetzt hier mit den Müttern und Vätern quasi von Univision. In einer so schnelllebigen Zeit ein Fernsehformat, das tatsächlich noch mit Videokameras aufgenommen wird, zu machen, auch noch genügend Leute dafür zu finden, das ist eine echte Kunst. Und da kann man nur sagen, Gratulation, dass es immer noch Leute gibt, die dieses Medium Fernsehen und Video ernst nehmen, damit was machen wollen, sich ausprobieren wollen. Und es bietet ja unglaublich viel Entfaltungsmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten. Man kann super viele Ideen umsetzen. Und deswegen kann ich nur sagen, das, was Sie damals beherzt angefangen haben, mit völliger Unwissenheit, aber viel Enthusiasmus, weiter so. Dankeschön. Ja. Ich finde das ganz hervorragend, dass bei euch Univisionisten nicht aus jedem Knopfloch irgendein Credit sprießt, sondern dass ihr einfach jenseits von allen Studienordnungen und Prüfungsleistungen und Klausurstress motiviert seid, eure Themen nach vorne zu bringen mit einem Medium, was ihr gut oder halb gut oder weiß ich nicht wie gut beherrscht und euch da ausprobiert und auch mal Mut zur Lücke habt. Also toll, toll, was ihr macht und macht auf jeden Fall weiter so, denn mit 1 abschließen, das machen die anderen eventuell auch, aber ihr könnt hinterher noch sagen, ich kann darüber einen Bericht machen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday Univision, Happy
Birthday to you. Wir wünschen euch alles Gute zum 175. Geburtstag, ist es glaube ich, auf weitere 250 Jahre Univision. Und ganz viele YouTube-Klicks. Ich finde es total klasse, dass so viele Leute freiwillig Medien machen, weil ich denke, der Wissenschaftler der Zukunft, der sollte nicht darauf warten, dass die Medien zu ihm kommen und dann nach damit mit den Aussagen machen, was die Redakteure halt machen, sondern er sollte lernen, Medien selber zu gestalten, selber die in die Öffentlichkeit reinzubringen, um dann auch ein wissenschaftliches Bild zu erzeugen, wie er es als Wissenschaftler sieht und nicht immer nur wie der Redakteur, das sieht er ja irgendwie immer an das Publikum denkt, an Konsumierbarkeit und so. Das würde ich interessant finden, wenn man diese Fähigkeiten im Rahmen von Univision so ein bisschen lernen kann. Und da wünsche ich eben zu, dass einerseits das Engagement da ist oder bleibt, zurzeit ist es ja da, und dass wir auch die Infrastruktur bereitstellen können, damit das eben funktionieren kann. Was möchtest du denn für Grußworte an uns selber richten? An uns selber, dass wir noch mindestens 5 Jahre weitermachen, besser 10. Ja, doppelt gemoppelt hält besser. Ja, ja. Und dass wir uns alle in 5 Jahren wieder treffen, um Geburtstag zu feiern. Okay, das steht jetzt, ne? Sehr gut, abgemacht. Als unsere Redaktionschefin, was wünschst du dir denn selber? Viel Geld. Sehr gut. Was möchtest du mit dem Geld realisieren? Ich würde Univision ein eigenes Studio schenken. Das klingt cool. Was wäre in dem Studio alles so drin? Ganz viele Kameras, ein richtig großer Greenscreen und richtig gute Schnitt-PCs und ja. Klingt gut. Ansonsten wünsche ich Univision ganz viel Erfolg natürlich beim weiteren Filmen und ja, dass einfach alles so läuft, wie es sich Univision vorstellt. Und dass es immer weiter wächst. Das geht jetzt an alle zukünftigen Univisionisten. Bleibt immer schön dran. Naja, ihr seid jetzt ja erprobt. Wir haben ja letztes Jahr ein bisschen geübt mit euch, ne? Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu 5 Jahre Univision. Und wir wünschen euch nur das Beste für die Zukunft, für die nächsten 5 Jahre und natürlich auch für die Zeit danach. Und wir hoffen, da glaube ich, kann ich für uns beide sprechen, dass ihr auch weiterhin so fleißig über die Hochschulwahlen berichten werdet. Ja, genau. Wir freuen uns natürlich, dass es unabhängige Campusmedien gibt und ihr die Studierenden auch über politische Belange informiert. Ab und zu, aber immerhin. Ja, genau. Und wünschen euch natürlich viel Erfolg für die weiteren nächsten 5 Jahre. Ja, wir haben hier Leonie, die war Chefredakteurin bei Univision. Hallo, ich beglückwünsche Univision zu 5 Jahre lang bestehen und hoffe, dass ihr weiterhin gutes Equipment bekommt und Unterstützung vom Videoteam. Das ist ein tolles Jubiläum und ich hoffe einfach, dass es Univision auch in den mindestens nächsten 5 Jahren auch geben wird und dass es weiterhin tolle und spannende Videos geben wird und Leute mit Herzblut bei der Sache sind. 5 Jahre Univision, ich bin mächtig stolz und auch glücklich darüber, dass ja, in den 5 Jahren sich eine Gruppe entwickelt hat oder eine Idee einer Gruppe, eine Plattform, wo Studenten zusammenkommen und sich ausprobieren können im Bereich Medien. Und ich hoffe, dass es in den nächsten 5 Jahren weiter so gehen wird. Und wünsche euch allen noch viel Glück, die ihr noch nach uns kommt. Viel Spaß dabei vor allem.